Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 24. August. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Die erste Falle, die wir platzieren werden, ist bei 13.107, also bei 13.100. Das ist die sogenannte Big Number. Da wird das Ganze jetzt platziert. Ich blicke einmal auf den gestrigen Tag. Hier sehen wir in den frühen Abendstunden eine 20er-Box, die also kleiner als 20 ist, direkt in den Gewinn gelaufen. Und dann waren gestern ja nicht so viele Boxen. Wir haben das Tief gestern gehabt bei 13.119. Das heißt, ich nehme mal als signifikantes Tief hier erstmal diese Linie. Und wir hatten gestern das Hoch bei 13.300. Also schöne Bewegung gestern, schöne Volatilität. Und wir befinden uns, ihr seht, wir haben das Tagestief von gestern schon durchbrochen. Das heißt, das nächste Tief ist hier bei 13.114. Ja, Daily Pivot liegt bei 13.190. Wir blicken einmal auf die Vola-Box. Und auch hier blicken wir mal, wo kommt die Vola-Box rein. Gehen auf heute. So. Vola-Box bei 13.135 von hier aus. Also sind wir nicht weit entfernt. 13.135. Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal in unsere Märkte rein für den Gesamtüberblick. Und fangen an wie jeden Morgen mit Bitcoin. Dazu nehmen wir die Vorlage TC24 Zickzack-Linie und starten mit Daily. Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Long. Also da hat sich jetzt nicht so viel verändert in den letzten 2 Tagen. Ethereum, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Hier ein wenig das Bild etwas anders als bei Bitcoin. Dow Jones, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Da hat sich auch nicht so viel verändert. S&P 500, ein Schnelldurchlauf. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Ähnliches Bild, Nasdaq. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Öl. 93 Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold 1744, Tagesbasis Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Also da würde ich eher unentschieden sagen. Kommen wir zu Good Old German DAX. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Aber der Markt, den wir uns jetzt mal anschauen, den wir hinzufügen, ist der Euro-Dollar, meine Damen und Herren. Der hat die Parität von 1 zu 1, von 1 durchbrochen hat, historisch. Wir sehen das auf den Weekly-Chart, was hier passiert ist. Also ein starker Abverkauf hier. Ja, 21, krass, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Ja, also da wird sicherlich bei diesem Level Volatilität reinkommen, bin ich mir sehr überzeugt, obwohl gestern auch sehr ruhig war. Ja, wir sehen hier auf den Stundenbasis im Euro-Dollar diesen Verlauf, also sehr, sehr spannend. Der Euro-Dollar.
Wunderbar. Dann bereiten wir uns jetzt auf unseren DAX vor. 8 Uhr 36. 5, 4, 3, 2 und los geht's. 9 Uhr. Und links haben wir die Vola-Box aktiviert. Auf der linken Seite die erste Box. Links Bildschirm, auf den linken Bildschirm 13.134 Long, 13.119 Short. Erster Trade. Kein erhöhtes Risiko hier links. Warum nicht? Weil direkt beim Eröffnungskurs, wir kennen das beim Eröffnungskurs, zappelt der Kurs ein paar Minuten. So, wir sind jetzt schon im zweiten Trade rechts und ziehen den Trade in Richtung der Vola-Box. Das Ziel hier liegt bei 50. So, die haben wir auch gleich erreicht. Wir schauen mal auf MTX. MTX, unsere 5-Minuten-Strategie kommt hier nicht in Frage, weil wir ein Dort unten und oben haben. So, ich bin gespannt. Ziel oben schon fast erreicht. Wichtig ist jetzt, die 50er-Marke nach oben zu durchbrechen. Zweiter Trade. Trade ist im Gewinn. Wir bleiben aber in diesem Trade. Und wir sehen hier Daily Pivot bei 13.188. Dafür müssen wir unsere Stop-Loss-Marke nach oben ziehen bei diesem Trade. Also, wenn wir die 50er-Marke, so sieht's aus, hinter uns lassen, dann denke ich mir, können wir Richtung Daily Pivot es versuchen. Trade ist jetzt im Gewinn. Abweichendes Ziel können wir auch ausmachen. So. Wir haben noch eine Alternative. Die wir eventuell mit ins Rennen bringen. So, jetzt läuft's. So soll es sein. 0,03. Gucken wir mal Kim Jong Sen auf 5 Minuten. Das reicht noch nicht aus. Ihr seht es hier, Kim Jong Sen. Jetzt kommt ein Long Trade auf Kim Jong Sen Basis. 13.174. Stehen kurz vor unserem Gewinnziel. Und
75, 76. Null fünf und raus mit den Trade im zweiten. Wir wechseln auf 13,16. Nächste Box, aber da haben wir den 17er, wir sehen es dort. Und wir haben eine Big Number auf dem rechten Bildschirm bei 13,2. Direkt beim Daily Pivot, schauen wir mal. So, ich verabschiede mich bei den YouTubern. Das war der erste Trade für heute und wir sprechen uns und hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.